klar, Bibel klar. Alles klar, Bibel klar. Und noch ein paar Gedanken, die mich persönlich auch berührt haben, jetzt gerade auch wieder in dieser Situation mit diesem kolossal negativen Befund hier, du hast einen Krebs in dir. Dann kommt das Bewusstsein. Jesus hat doch alle Menschen gesund gemacht. Er ist umhergezogen und da war keine Krankheit, die ungeheilt blieb bei Jesus. Und doch kann ich mich nicht darauf verlassen und sagen, das muss bei mir nun auch der Fall sein. Und auch wir kennen die Schriften, ich, der Herr, bin dein Arzt. Halleluja, das stimmt. Ich habe erlebt in meinem Leben öfters Dinge in meinem Körper, die heilungsbedürftig waren. Und der Herr hat mich geheilt. Das sind erstaunliche Dinge. Dann kommt auf der anderen Seite wieder das, ja, wenn du doch glaubst, dass der Herr dein Arzt ist, dann wirst du dich doch gar nicht zu den Ärzten, zu den Menschen wenden. Dann bleib doch nur allein fokussiert auf den Herrn. Vergiss die Ärzte mit ihren Ratschlägen und vielleicht täuschen die sich ja auch. Und ach, die bringen so viele Diagnosen. Vergiss es alles. Kümmer dich nicht drum. Und es wird sogar gesagt, und ich habe das selber schon so mir gedacht, als Beispiel, dass es Sünde sei, wenn man zum Arzt gehen würde und damit beweist, ich glaube ja gar nicht dem Herrn, ich glaube ja den Ärzten. Da ist die Geschichte hier von dem König Asa, der ward krank an seinen Füßen und seine Krankheit nahm sehr zu. Doch suchte er auch in seiner Krankheit nicht den Herrn, sondern die Ärzte. Also es war ein gegenseitiges sich ausschließen. Entweder du suchst den Herrn, dann suchst du nicht die Ärzte, oder du suchst die Ärzte, dann suchst du nicht den Herrn. Das ist also sozusagen, man kann nicht zwei Herren dienen. Mammon oder Gott, Ärzte oder Glaubensvertrauen. Die beiden Dinge gehen nicht zusammen. Und da ist tatsächlich etwas dran. Na, selbstverständlich. Nun ist aber die Frage, und die kann ich mich ja auch abfragen, wie sieht es tatsächlich aus, mein Vertrauen? Denn wenn ich nun vertraue, dass die Ärzte bringen mir die Informationen, die bringen mir auch all die Ratschläge, ich wüsste ja von mir aus überhaupt nicht, was sei da zu machen. Ich bin ja völlig ausgeliefert dem Wissen und Erkenntnis auch der heutigen Medizin. Was weiß denn ich, was habe ich Ahnung? Und die haben ja Erfahrungswerte. Und nun ist aber in dem allen immer meine Herzenshaltung, ob mein inwendiger Mensch sein Vertrauen nimmt auf die Ärzte und die Ärzte allein, mich festzuklammern, Ärzte, ihr müsst mir helfen, Ärzte, ich brauche euch. Oder ist mein Vertrauen fundamentiert, Herr, auf dich? Das ist genauso, wie wenn ich sage, Mammondienst. Ja, was ist Mammondienst? Jesus sagt, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. Und der reiche Jüngling hat ein Problem damit, weil er doch irgendwie festhängt an seinem Reichtum. Und Jesus sagt zu jedem von uns, hütet euch vor Reichtum. Müssen wir jetzt alle bettelarm herumlaufen oder müssen wir unser Herz hüten, um unser Herz nicht zu hängen an materielle Dinge? Ich glaube, das ist der Knackpunkt. Und ich denke deswegen, diese Pauschalverurteilung, halt, du hast dich jetzt zu einem Arzt gewendet, halte mal, da geht was schief, hüte dich, bleib weg von den Ärzten. Das wurde auch schon verlautet, das wurde schon gepredigt, ich habe so Dinge auch schon gehört. Und dann auf der anderen Seite zu denken, Herr, wenn du diese wunderbaren Möglichkeiten gegeben hast, nimm doch zum Beispiel vor 20 Jahren, ich weiß nicht genau wann, hatte ich einen Blinddarmdurchbruch. Vor 200 Jahren wäre ich damit so ziemlich sicher gestorben und zwar auf sehr schmerzliche, sehr schreckliche Art und Weise. Fertig, aus. Heute, ich bin so dankbar, ich wurde mit dem Rotkreuz mit Tatütata ins Krankenhaus befördert und ich konnte meinem Gott nicht genug danken, dass die Möglichkeiten bestehen, dass man heutzutage versorgt wird mit einem Blinddarmdurchbruch.
Preis dem Herrn, man muss daran nicht sterben. Sollte ich nun sagen, hör zu, wenn du dich da in den Sanitätsauto hineinsetzt, dann hast du dich versündigt, weil du hast ein Vertrauen gesetzt auf die Sanitäter und auf die schnelle Operation. Bleib weg davon. Nein, denke ich nicht. Das denke ich nicht. Da sage ich dann wieder, der Herr hat uns einen nüchternen Verstand gegeben. Und wenn ich mit Dankbarkeit sage, oh, preis den Herrn, dass ich einen deutlichen, klaren Befund habe meiner Krankheit, dass es behandelbar ist. Ja, und warum soll ich das nicht nutzen, was uns heute zur Verfügung steht, und Gott die Ehre geben und ihm danken, genauso wie ich für meinen verhältnismäßigen Reichtum, den ich ja habe, hier und heute, als Deutscher in Deutschland zu leben, allein ist schon ein Vorrecht, ein Privileg. Sollte man dann dankbar sein oder sollte man sich lieber barfußmäßig hier herumlaufen und in einer Tonne schlafen wie Diogenes, weil man sich denkt, alles Zeitliche, alles Wohlergehen sei ferne von mir. Das trifft nicht Jesu Art, da versündige ich mich, da verlasse ich mich auf mein Auto, das ich fahren kann, da verlasse ich mich auf mein Internet, das funktioniert. Nein, wir können mit einem guten Gewissen die Dinge gebrauchen, die der Herr uns zur Verfügung stellt in unserer heutigen Zeit, aber ich hänge mein Herz doch nicht an diese Menschen, Ärzte, keinesfalls, weil ich weiß, das sind arme Untaugliche im Hinsicht und Verhältnis zu dem, was er tauglich ist. So spricht der Herr: Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch für seinen Arm hält und dessen Herz vom Herrn weicht. Schrecklich, schrecklich auf Menschen zu bauen, seine Hoffnung nur auf die Menschen zu setzen, das ist eine Verfluchung. Auf Sichtbare zu stützen sich, ach, das Unsichtbare gibt es nicht, ich weiche automatisch ab vom Herrn und will eigentlich von seiner Hilfe und von dem Vertrauen auf ihn nichts wissen. Ich bin da so ferne davon. Aber das gilt doch nicht für uns, die wir so wahrhaftig, wie wir ehrlich sind zu uns selber, zu unserem Herzen, die wir wissen, mein Vertrauen gilt dem, der mir das Leben geschenkt hat. Wisst ihr, ich wäre zum Beispiel auch als Baby, ich wäre kurze Tage nach meiner Geburt, bekam ich eine Infektion, Gelbsucht, ich wäre verstorben. Meine Mutter hat mir gesagt, ich sah als Baby aus, nachher habe ich nichts mehr zu mir genommen, wie ein alter Mann, so verkrumpelt und verschrumpelt. Wenn Bluttransfusion, Penicillin nicht gewesen wäre, ich hätte kurze Tage gelebt auf dieser Erde. Und jetzt gebe ich den Ärzten die Ehre? Nein, ich gebe meinem Gott die Ehre. Ich danke meinem Gott, dass ich als Baby überlebt habe. Okay. Und bin ich jetzt sündhaft, weil ich mein Leben mit Jesus leben durfte und ein bisschen ein segensvolle Gnade erhielt? Bin ich deswegen jetzt mit einem schlechten Gewissen, oh, wäre ich doch gleich als Baby gestorben, wäre doch viel besser gewesen, hätten die kein Penicillin mehr gegeben? Versteht ihr? Das ist doch Dummheit. Soll ich mich jetzt belasten, dass ich denke, oh ja, mit der Krebskonfrontation, oh, ich bin jetzt sündhaft, oh, ich muss mir ein schlechtes Gewissen suggerieren, dass ich darunter auch noch leiden darf. Zusätzlich zu den körperlichen Symptomen, soll ich mir noch jetzt seelische Strapazen machen oder soll ich mit guter Voraussicht überfließen von Dankbarkeit Dinge, die heutzutage wunderbar angeboten werden zu unserer Hilfe, dass ich die nutzen darf? Na, selbstverständlich. Und da werden manchmal überfromme Zusatzbelastung auf kranke Leute gelegt, um ihnen dann noch ein schlechtes Gewissen zu suggerieren, wo es doch heißt, wohl dem Menschen, der Weisheit findet, dem Menschen, der
Verstand bekommt, um nüchtern klar zu sehen, ja, wenn Sünde wirklich im Anzug ist, bitte, dann möchte ich damit auch umgehen, dass ich mich davon bekehre, wenn ich wirklich meine Herzensverlangen und Sehnsucht nur auf dieses irdische Leben, nur auf die Hilfe der Ärzte, nur auf die Hilfe von Finanzen, nur auf das Äußerliche gesetzt habe und darin lebe, dann ist wohlgültig, da muss eine Bekehrung kommen, das muss stattfinden. Aber wenn doch die Herzenshaltung richtig ist, nämlich mein Jesus allein, du bist mein Heiland, du heilst mich, du bist meine Genesung, wenn ich denn genesen darf, du bist mein Alles, du bist mein Leben, mein Streben, ja, wie um alles in der Welt kann ich dann anderen Christen vielleicht sogar den Glauben absprechen, falls sie dann zum Arzt gehen und die Hilfe der Menschen genießen. Natürlich, ein jeder zieht seinen Esel aus dem Brunnen, falls der da reingefallen ist. Da hilft man sich einander. Das ist doch ganz normal.